Hallo liebe Leute, in diesem Video möchte ich mich bei den ganzen Kommentatoren und Abonnenten bedanken, die mich vor allem schon sehr lange begleitet haben. Natürlich freue ich mich über jeden Abonnenten, aber gerade die Abonnenten, die mir die Unterstützung gegeben haben, als ich vielleicht 20 Abos hatte oder 30 und trotzdem meine Videos angeguckt haben und kommentiert haben, die haben geholfen, dass der Kanal jetzt so wachsen konnte. Bedanken wofür? Sehr wahrscheinlich, Geld wird man mit diesem Kanal nicht verdienen können. Er wird mir wahrscheinlich auch irgendwann zugemacht werden. Aber man hat das Gefühl, zumindest ich habe das Gefühl, zumindest ein bisschen langsam was bewirken zu können. Wenn so viele Leute es hören, und das ist ein gutes Gefühl. Und das ist wirklich der Wahnsinn, dass man jetzt sprechen kann und dann irgendein AfD-Landtagsabgeordneter oder irgendwelche Leute hören das dann auch. Und das ist ganz toll. Und so kann man vielleicht was bewirken. Und wir alle können was bewirken. Und alle diejenigen, die immer meine Videos geguckt haben und kommentiert haben, die haben das möglich gemacht. Bedanken möchte ich mich auch bei diesen ganzen großen YouTubern. Das klingt jetzt erstmal komisch. Die ganzen großen YouTuber, wenn die Leute die großen YouTuber gucken, gucken sie nicht mich. Aber es ist natürlich so, diese Leute ziehen Aufmerksamkeit auf sich, kämpfen Wege frei. Sie wurden auch schon gesperrt, sie kriegen Prügel, werden verklagt, die ganzen Linksradikalen reiben sich an ihnen auf. Jeder, der YouTube macht, hält einem anderen, jeder Patrioten-YouTuber hält einem anderen Patrioten-YouTuber den Rücken frei. Und so halten diese großen YouTuber, die schon lange vor mir angefangen haben, sie halten mir den Rücken frei. Und ich denke, jeder Patriot, der einen YouTube-Kanal macht, der hält dem anderen Patrioten den Rücken frei. Und deswegen kann ich auch nur auffordern, ich habe es bereut, nicht viel früher angefangen zu haben mit YouTube. Und ich kann euch nur auffordern, probiert das auch. Ich kann euch auch Tipps geben, je mehr wir sind, desto besser ist es. Jetzt, wo ich 1000 Abonnenten habe, kann ich potenziell monetarisieren. Das klingt jetzt erstmal toll, kann man ein bisschen Geld verdienen. Auf Dauer ist es natürlich auch nicht möglich für mich, so in der Intensität Videos zu machen, wenn ich nicht irgendwo mein Geld verdienen kann. Im Moment zweige ich Geld für meine Doktorarbeit dafür ab, Zeit zweige ich dafür ab, aber auf Dauer wird das nicht so weitergehen können. Irgendwann bin ich auf einen Verdienst angewiesen. Aber wahrscheinlich mit den 1000 Abonnenten denkt man jetzt, okay, super, jetzt kann man monetarisieren, jetzt kann man vielleicht etwas Geld verdienen. Aber natürlich rückt jetzt auch mein Kanal mehr in den Blickpunkt. Das heißt, ich muss damit rechnen, wenn man jetzt sieht, was anderen YouTubern passiert ist, gerade wo ich mich auch offen zur AfD bekenne. Niki und andere machen es ja so, sie bekennen sich nicht offen zur AfD, sie kritisieren. Dadurch machen sie sich schwerer angreifbar. Aber ich finde es auch eine super Arbeit, die sie machen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir unsere Kraft bündeln und politisch einbringen können. Und da ist die AfD meiner Meinung nach der richtige Ort. Alle, die Demokratie retten wollen, müssen sich meiner Meinung nach unter der AfD versammeln. Wir müssen alles zusammenhalten. Nur dann haben wir eine Chance, etwas zu bewirken. Außerparlamentarische Opposition ist gut, wenn man seine Meinung sagt. Aber wenn ganz viele unterschiedliche Leute ihre Meinung sagen, wie auch bei Peter Weber mit Hallo Meinung, ist, finde ich auch eine gute Sache. Aber wenn wir alle zersplittert sind, dann können wir uns alle beschweren, aber wir werden in der Öffentlichkeit einfach totgeschwiegen von den Öffentlich-Rechtlichen. Und die Öffentlich-Rechtlichen erreichen eben ganz viele Leute, die man über YouTube nicht erreicht. Sie prägen die öffentliche Meinung, es ist leider immer noch so. Und wenn wir irgendwelche Gruppen sind, wir werden so totgeschwiegen. Genauso ist es ja auch mit Eike, dessen Wissenschaftler, die den Treibhauseffekt kritisieren, sie werden einfach vollkommen ausgeblendet. Und ich habe die Befürchtung, wenn wir nicht uns alle unter einer Partei versammeln, einer Partei die Stimme geben und uns spalten lassen, dann ignorieren die anderen uns einfach. Was will man denn machen? Man beschwert sich, okay, schön. Das bringt aber nichts. Deswegen ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, die AfD muss unbedingt wachsen. Sie muss unbedingt über 30%, besser über 40% bekommen. Nur dann können wir die Demokratie retten. Man macht sich dadurch aber natürlich auch angreifbar. Man verbirgt sich irgendwo auch dafür. Also ich, wenn ich für die AfD eintrete, ist es für mich, mache ich mich auch angreifbar,
Oder muss auch die AfD auch verteidigen für Sachen, mit denen ich auch vielleicht nichts zu tun haben will. Es gibt bestimmt Mitglieder in der AfD, die Mist machen, wie in jeder anderen Partei auch. Und man verbirgt sich natürlich für die anderen auch. Aber das muss man, denke ich, eingehen. Und man muss auch Leute, die vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, die sie aber eingesehen haben und sie jetzt korrigiert haben, man muss sie auch verteidigen. Und die AfD muss generell alle ihre Mitglieder verteidigen, stärker als bisher. Und ich probiere auch, die Leute der AfD zu verteidigen, einfach weil sie jetzt für eine gute Sache eintreten. Es ist ein wir sind zusammen, wir müssen zusammen kämpfen und wir müssen uns gegenseitig verteidigen, sonst können wir nichts bewirken. Wie gesagt, Einzelkritik, das ist auch sehr wertvoll und wichtig. Aber natürlich, Niki und die anderen, sie werden auch so angegriffen. Auch wenn sie sich jetzt nicht zur AfD bekennen, sie werden auch so angegriffen. Natürlich ist es aber so, dass YouTube vielleicht meinen Kanal, man hat ja schon gehört, auch unblockt. Miro Wolfsfeld auch, macht auch eine tolle Arbeit. Er wurde schon einfach, sein Kanal wurde einfach gesperrt. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht alle seine Videos auswendig. Aber es ist natürlich so, jetzt wo ich 1000 Abos habe, dann guckt YouTube drauf. Dann werde ich YouTube-Partner, in Anführungszeichen. Aber dann gucken sie natürlich auch immer wieder auf meine Videos. Und ich weiß halt nicht, wer da drauf guckt. Ich will jetzt keine Unterstellungen machen gegen YouTube. Aber was ich bisher gehört habe von Miro Wolfsfeld und anderen, die oder von Never Forget Niki, dass er gesperrt wurde, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und natürlich ist es so, dass ich natürlich auch jetzt Angst haben muss, dass jederzeit, wenn das Niki passiert ist, dann bin ich auch in Gefahr. Ich lasse mir nichts zu Schulden kommen, aber wenn dann halt der falsche Mann am Hebel sitzt oder die falsche Frau am Hebel sitzt und dann den Löschknopf drückt, was soll ich da dagegen machen? Das ist natürlich irre, was für eine Arbeit ich mir gemacht habe. Und zum Glück hat ja Niki und andere haben auch schon auf dem rechtlichen Weg da eine Bresche geschlagen, sodass es für YouTube nicht so leicht ist, einfach Kanäle zu löschen oder sie sich da empfindliche Schlappen zufügen. Aber die Gefahr ist natürlich immer da. Ich bin auch mal gespannt, falls mein Kanal freigegeben wird, ob man da überhaupt irgendwas monetarisieren kann. Ich denke, sehr wahrscheinlich nicht. Aber das macht auch nichts. Ich werde auch so weitermachen und werde mich nicht verbiegen. Man muss keine drastische Sprache benutzen, um die wichtigen Dinge auf den Punkt zu bringen, denke ich. Ich hoffe, dass allen neuen Abonnenten mein Kanal gefällt. Ich werde mir die größte Mühe weitergeben. Ich bin für Verbesserungsschläge immer offen. Mein Redestil ist vielleicht nicht der allerbeste. Ich probiere daran zu arbeiten. Ja, also ich kann das noch gar nicht fassen. 1300 Abos sind es jetzt im Moment. Und YouTube verteilt im Moment das Fleischhauer-Video wie verrückt. Es kommen jetzt jeden Tag wahnsinnig viele Abonnenten dazu. Ich hoffe, euch allen gefällt mein Kanal. Macht's gut.